Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und willkommen zur 10. Ausgabe von Abgebinged. Ich bin der Stu und heute nicht an meiner Seite ist der Thomas. Ich habe mir aber Versteckung geholt, doppelter Hinsicht, nämlich den Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und den Dominik. Grüß dich, Dominik. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir reden über die zweite Staffel Mindhunter. Und bevor wir das tun, sei hier gesagt, wir werden definitiv Sachen spoilern. Wir werden aber einen separaten Spoilerbereich machen. Also da lohnt sich ein Blick in die Shownotes, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. So, ihr Lieben, dann fangen wir gleich mal an. Worum geht's eigentlich in Mindhunter? Pascal. Keine Ahnung. Oh, ich. Das ist super. Das ist super. Ja. Evolutionärer Vorteil. Ja. Ja. Ganz grundsätzlich in Mindhunter geht es um den Ursprung des Profiling, also um das Erstellen eines Profils von Triebtätern, um sowohl die Psychologie von Mördern zu verstehen, als auch präventiv kommende Morde zu verhindern. Darum geht's. Das hast du sehr schön gesagt, ja. Ja, die Netflix-Serie ist jetzt in Staffel 2 gestartet am Freitag. Zur Information, wir nehmen das Ganze hier am Montag, den 19. August auf. Wir drei haben die alle schon gesehen. Ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, dass viele es so gemacht haben wie wir und die zweite Staffel wirklich so fast schon in einem Rutsch durchgebinged haben. Also können wir, glaube ich, schon mal sagen, dass sie uns gefallen hat. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was zeichnet die Serie denn eigentlich aus? Was macht Mindhunter anders als andere Serienkiller-Filme oder Serien? Dominik, was ist für dich das Besondere an Mindhunter? Das Besondere ist halt erstmal, dass es keine 0815-Killer-Hatz ist. Dass die Ermittler in Anführungsstrichen gar nicht mal unbedingt welche sind, sondern eigentlich eher die fahren ja in erster Linie zu Tätern hin, interviewen die und gewinnen daraus Erkenntnisse. Also es ist nicht so eine aktive Verbrecherjagd, wie man das jetzt aus der CSI Miami und Co. Serie kennt. Genau, CSI etc. Ja. Und für mich sind das Herzstück an dem Ganzen dann halt wirklich diese Interviews, die geführt werden. Und das Tolle finde ich daran, dass diese Serie überhaupt nicht irgendwie reißerisch wird an Stellen, wo sie es werden könnte. Also wenn man da jemanden sitzen hat und der halt wirklich im Detail erzählt, wie schwierig es ist, Frauen den Kopf abzutrennen. In jeder anderen Serie würde es irgendwelche pathetischen Rückblenden geben von ihm, die das irgendwie zeigen und halt dem hinterletzten Zuschauer noch irgendwie begreiflich machen müssen. Hier gibt es das nicht. Hier hängt man halt wirklich rein an den Dialogen und an den Lippen der Gesprächspartner. Und für mich entwickelt das eine wahnsinnige Sogwirkung. Das hat was unglaublich Authentisches an sich. Das ist wahnsinnig präzise und konzentriert inszeniert. Und also generell kam wahrscheinlich auch schon bei den Game of Thrones Cast durch. Ich habe seit einigen Jahren eine unglaubliche Schwäche einfach auch für Dialog-Epen. Und das hier ist für mich ein wahres Fest, kann ich schon mal sagen. Ja, ich kann da mal einhaken. David Fincher hat mal in einem Interview gesagt, dass er sehr bedauert, dass er Mitschuld daran trägt, den Serienkiller-Hype in Amerika mit 7 mit angefeuert zu haben. Also in den 90ern kann man sagen, hat das nochmal so einen extremen Bass bekommen, diese Serienkiller-Manie, kann man fast sagen, durch Das Schweigen der Lämmer und 7. Diese beiden Filme waren da maßgeblich für verantwortlich. Und ja. Er hat dann in einem Interview gesagt, dass er Mindhunter auch aus dem Grund entwickelt hat, weil er dieser ganzen dieser Verklärung von Triebtätern einen Flock ins Herz jagen wollte. Und das kann man eigentlich sehr gut erkennen an Mindhunter, dass das eigentlich schon so ein Gegenwirken ist zu dem, was eigentlich 7 war. Ja, durchaus. Also er holt es ja definitiv aus dieser hollywoodisierten Ecke heraus mit dieser Serie. Ja, und einfach dieses komplett überstilisiert düstere. Man kann ja schon sagen, John Doe ist ja irgendwie schon so ein übergeordnetes Prinzip des Bösen und Mindhunter entmythologisiert ja ganz stark diese Serienkiller-Faszination. Ja, das stimmt. Kann ich euch nur beipflichten. ja.
Ach, diese Einigkeit. Diese Einigkeit, ja, ich finde es auch zum Kotzen, aber es geht gerade nicht anders. Pascal, kannst du denn vielleicht kurz zusammenfassen, was denn jemanden erwartet, der jetzt die erste Staffel gesehen hat und jetzt die zweite auf, sozusagen kurz davor ist, auf Start zu drücken? Ist das einfach nur eine Fortführung oder ist es vielleicht sogar eine Weiterentwicklung von dem, was wir in der ersten Staffel gesehen haben? Beides. Man kann die erste Staffel ja quasi so als Ursprung des Profiling beschreiben und in der zweiten Staffel geht es jetzt um die Resultate. Und die Resultate, das bedeutet nicht nur, dass die Serienkillerjagd an und für sich positive Ergebnisse erzielt inzwischen, sondern auch durchaus negative, was bedeutet, dass der berufliche, ja, dieser, der berufliche Stress, der aus dieser Arbeit hervorgeht, auch ganz extrem ins Private hineingreift. Und man kann sagen, dass die Themen, die in der ersten Staffel quasi etabliert wurden, in der zweiten Staffel vertieft und auch erweitert werden. Also dass der erzählerische Fokus wird deutlich erweitert. Es geht um deutlich mehr als in der ersten Staffel, um nochmal deutlich zu sagen. Dieses schöne Wort. Ja. Ja. Ja, danke für deine deutlichen Worte. Ja, ich hoffe, ich habe das in aller Deutlichkeit klar gemacht. Ja, das war sehr deutlich, Pascal. Genau. Ja, wirklich. Wirklich. Ja. So ging es mir auch. Also ich hatte fast schon das Gefühl, dass die erste Staffel wirklich ein Prolog ist, dass wir verstehen als Zuschauer, was da gemacht wird und warum es gemacht wird. Genau. Ja. Und jetzt also da muss ich auch mal kurz sagen, ich fand auch, dass die erste Staffel viel akademischer wirkte, viel wissenschaftlicher. Ja. Während die zweite Staffel jetzt auch immer noch sehr analytisch ist, das liegt in der Natur des Themas. Aber sie ist, wenn ich jetzt sage kurzweiliger, dann klingt das, ist das nicht das richtige Wort? Sie ist, Ja, sie hat eine Folge weniger als die erste, also könnte kurzweilig erstochen. Ja, stimmen. Aber die Laufzeiten, die sie. Ja, sie ist ja nicht im herkömmlichen Sinne unterhaltsam, obwohl sie. Ne, sie ist einfach. Sie ist packender. Also der Informationsgehalt in der ersten Staffel war größer, einfach um das Thema zu beschreiben, aber. Ja, die zweite Staffel ist einfach vielschichtiger. Man hatte in der zweiten jetzt einfach ab einem bestimmten Punkt einfach eine wirklich klare Struktur in der Handlung. Vorher waren das ja diese relativ lose aneinander, also nicht jetzt aneinandergereihten, aber doch eher verknüpften Interviews mit Triebtätern, die einsaßen. Das haben wir zwar jetzt auch noch hier, aber wir haben dann halt eben ab einem bestimmten Punkt diesen durchgehenden Plot bis zum Schluss. Ja, es wird narrativer so ein bisschen, ne? Genau. Dadurch vielleicht auch, man könnte, also böse Zungen könnten auch sagen, konventioneller. Zugänglicher. Zugänglicher schon. Obwohl es manchmal schon, die Serie braucht nach wie vor ganz schöne Aufmerksamkeit. Die kann man nicht mal eben nebenbei schauen. Ja, ja, es ist kein Haus des Geldes. Nein. Ja, das in aller Deutlichkeit, Pascal. Ja. Also Leute, die da irgendwie so ein Format wie Haus des Geldes erwarten und so ein bisschen nebenbei Berieselung. Nö. Nee, man muss da schon aufmerksam schauen. Man muss das verfolgen. Das war aber auch schon bei der ersten Staffel. Klar, bei der ersten Staffel war es noch extremer, wie ich fand. Einfach durch die Masse an Informationen, die du brauchst, um zu verstehen, was die Mechanismen des Profiling sind. Also wie gesagt, ich finde akademisch ist dafür ein guter Begriff, um die erste Staffel zu beschreiben. Und die zweite Staffel, die ist natürlich immer noch sehr anspruchsvoll und komplex, aber sie ist einfach, wie gesagt, narrativer. Sie ist erzählerischer. Sie hat eine klarere Linie. Was nicht bedeutet, dass die Themen, die da behandelt werden, irgendwie verflachen. Es ist natürlich aber auch insofern dann eine konsequente Weiterentwicklung einfach. Also du hast das, glaube ich, gerade schon ganz richtig gesagt. Zum einen wird es konsequent weitergeführt und zum anderen konsequent weiterentwickelt. Ne? Genau, vertieft einfach. Ne? Mhm. Ja. 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 Ja.
Was ich ja fand, was der zweiten Staffel wirklich gut getan hat, in der ersten gab es ja immer diese Schwierigkeiten, diese bürokratischen Hürden, und die werden in der zweiten Staffel, ich glaube innerhalb der ersten Folge schon, relativ zügig aus dem Weg geräumt, da es ja einen neuen Vorgesetzten gibt. Mhm. Was habt ihr davon gehalten? Also ich persönlich fand es echt toll, weil ich das Gefühl hatte, okay, sie machen den Weg jetzt frei, dass sich die Serie doch ein bisschen mehr entfalten kann und nicht von dieser Bürokratie behindert wird. Ja, also da sag ich mal kurz was zu. Das fand ich ganz schön in der ersten Staffel, weil das ja durchaus historisch belegt ist, dass das FBI ja sehr viele Jahre unter den großen Schatten von J. Edgar Hoover zu leiden hatte, welches ins Leben gerufen wurde, um John Dillinger damals zu packen und im Prinzip aber wirklich ein furchtbar bürokratisch verstopftes Behördenwesen gewesen ist. und sich jeder modernen Ermittlungsmethodik quasi versperrt hat. Also die Frage, warum man mit einem Täter sprechen sollte, hat sich unter Hoover gar nicht gestellt. Also der ist schuldig, den packen wir weg damit. Und deswegen war das ganz schön zu sehen, wie diese kleine Abteilung dagegen ankämpft, den Schatten von Hoover endlich ein für alle Mal zu begraben. Ja, also ich kann ja sagen, wie es für mich war. Also es war ja schon in der ersten Staffel ein integraler Bestandteil, dass diese Abteilung, die wirklich da im Aufbau war und sich erst so langsam entwickelte, die wurde ja vom FBI so in internen Kreisen auch eher belächelt am Anfang. Und dass man das dann jetzt hier so gesehen dann nicht mehr hat, das ist konsequent, auch rein plottechnisch. Was mich so dramaturgisch ein bisschen gestört hat, dass halt so, naja, das schon halt schon innerhalb der ersten Folge schon wirklich so abgehandelt wird, ne? Also so einer der integralen Bestandteile der ersten Staffel wird in der zweiten regelrecht schon abgefrühstückt. Das hat mich sogar interessanterweise hat mich das an auch ein bisschen an House of Cards erinnert, wo es, glaube ich, bei der dritten Staffel eine ähnliche Entwicklung gab. Aber es wird ja ganz deutlich gemacht, dass durch den Personalwechsel, also es kommt ja ein neuer Abteilungsleiter aus Washington dahin, und dieser Abteilungsleiter hat einfach die Connections und anscheinend auch das Wissen darüber, wie wichtig diese Ermittlungsmethoden ist. Und wenn du da halt jemanden hast, der da einfach so dermaßen vorprescht und sagt, was ihr macht, ist richtig, ich stopfe da jetzt alle Ressourcen rein, die ich habe, dann geht das auch so schnell, ne? Ich fand's jetzt also halt in Hinblick jetzt auf halt so ein bisschen, man könnte sagen, es entwertet vielleicht dann so ein bisschen im Nachhinein die erste Staffel, aber das ist nicht. Aber es gibt auch ein Gefühl für den Wandel einfach, ne? Wie extrem der Wandel ist. Das auf jeden Fall. Ja. Also klar, man könnte sagen, ob das jetzt in der ersten Folge direkt nötig gewesen ist, lassen wir mal so stehen. Hätte man vielleicht auch irgendwie in der dritten so langsam drauf hinarbeiten können, diesen Wandel, aber ich fand das man könnte das überstürzen, aber ich fand das gut, weil diese Figur dieses neuen Chefs, wie heißt der? Gunn? Ja, Gunn. Ted Gunn. Ted Gunn, genau, der übernimmt. Der Name wie geschaffen fürs FBI. Der ersetzt den Shepard. Und der ist einfach eine geile Sau, also wirklich. Obwohl du ja, wir hatten ja schon vorher auch mal über die Staffel geschrieben, geskypt auch, und ich konnte mich dir da anschließen. Am Anfang wirkte der so ein bisschen. Irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwie war er zu großmütig. Also das irgendwie. Und dann hatte was Utopisches. Ja, von, ne? Irgendwas hat da nicht gestimmt. Aber da sieht man auch wieder, was für ein Misstrauen wir mitbringen, ne, in Menschen. Aber ja, ich weiß nicht. Du fandest den von Anfang an supi? Ich war großer Gunn-Fan von Anfang an. Ja, weil ich mich erinnern konnte, wie sehr mich das wirklich aufgewühlt und aufgeregt hat, wie sehr die behindert werden von ihrem Vorgesetzten, der ja eigentlich nicht besonders viele von ihnen gehalten hat. Ich meine, wie gesagt, er hat sie halt im Keller untergebracht. Ja. Und die haben halt mit die Sachen erforscht. Ich meine, meint hat er basiert ja so zu, ich sag mal, 3/4 schon auf wahren Begebenheiten. Ja. Mhm. Dann ist das schon, war der schon sehr fortschrittsfeindlich. Ja. Und ich habe diesen Ted Gunn dann wirklich sehr mit offenen Armen empfangen. Ich muss aber auch sagen, dass ich schon das Gefühl habe,
oder hatte, dass der zwar schon offen ist für vieles, dass der aber auch, glaube ich, kein Problem damit hätte, seine eigene Karriere zu schützen. Und halt eben, dass er, wenn Not am Mann ist oder wenn irgendwas schief läuft, auch ganz schnell den schwarzen Peter dem Holden oder dem Bill zuschieben lässt. Also ich glaube schon, dass es ein Karrieremensch ist. Mhm. Ja, ja, das kam ja, also, auch durch. Ja, ja. Also er ist jetzt nicht wirklich Jesus, der da auf hinkommt und sagt, Leute, hier, alles ist gut, das ist es ja nicht. Nee. Aber im Vergleich halt zu dem ehemaligen Vorgesetzten ist es halt eine Wohltat. Und ich war ganz froh, dass sie das innerhalb der ersten Folge abgehandelt haben. Ich fand auch nicht, dass es zu schnell abgehandelt wurde. Ich fand, das war relativ verständlich, wie das über die Bühne ging, weil ich auch finde, dass Staffel 2 ja echt vollgestopft ist. Also das ist jetzt keine Kritik, also da passiert unglaublich viel. Und wenn ich mir noch vorstelle, dass dann auch dieser bürokratische Prozess mit dazu kommt, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel Gewicht auf den Schultern der zweiten Staffel gewesen. Aber jetzt, ja, wo du gerade sagst, du, dass unglaublich viel passiert, willst du uns denn mal sagen, was eigentlich der Kernfall der zweiten Staffel ist? Ja, der Kernfall ist das, ist die Ehe zwischen Bill und seiner Frau. So ist es richtig. Ja. Ein Liebesdrama in meinem Universum. Also um Serienkiller geht's in der zweiten Staffel gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Nein. Sie interviewen auch nur noch Falschfahrer. Ja. Und Nachbarn. Ja? Und Ehebrecher. Und Ehebrecher, ja. Nee, aber was man da vielleicht schon mal im Vorfeld sagen kann, denn Mindhunter Staffel 2 hat so ein bisschen das gleiche Problem, Promotion-Problem, sage ich mal, wie jetzt Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Nämlich irgendwo hat jemand geschrieben, hey, Charles Manson ist dabei und er ist dabei. Und plötzlich denken alle, hey, okay, das ist so eine Charles-Manson-Staffel. Also, dass sich das alles um Charles Manson dreht. Ich glaube, da muss man echt aufpassen und den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, Charles Manson kommt vor. Er hat auch eine unglaublich gute Szene, aber er ist nicht der Hauptbestandteil der Staffel. Das sollte man, glaube ich, wirklich noch mal ganz, ganz klar machen. Ja, er hat wirklich eine Szene. Das ist wortwörtlich zu nehmen in dem Fall. Ja. Ja. Aber der Fluch von Once Upon a Time kommt halt auch daher, dass, ist derselbe Schauspieler. Ja. Wobei er in Mindhunter wesentlich mehr zu tun hat, das kann man, glaube ich, auch sagen. Ja, und er sieht da deutlich klassischer Charles Manson-like aus als in Tarantino. Ja, jedenfalls auf deine Frage zurückzukommen, Pascal, es geht um die Atlanta Child Murder, von denen ich zuvor noch nie was gehört habe, tatsächlich. Mhm. Und was ging da ab? Was ist da passiert? Ach, nichts Besonderes. zwischen 1979 und ich glaube 1981 sind, glaube ich, 28 afroamerikanische Kinder und Jugendliche halt ermordet worden. Also nichts Schlimmes. Okay. Kennt man ja. Ne? Die Amis halt. Kriminalhistorische Randnotiz. Ja. Aber war mir tatsächlich kein Begriff. Wobei das ja schon eine ordentliche Hausnummer ist. Ja, und es war der, ich glaube sogar der mit der Medien wirksamste Fall in den 80ern. Also in Amerika muss das unfassbare Wellen geschlagen haben, aber wir hier in Deutschland, also. Ja, klar. Gut, ich mein, also, was geht uns das an, ne? Internet, ne? Hätte es damals das Internet. Ja, gut, dann wäre das natürlich. Aber ich, und keinen eisernen Vorhang. Ja. Also, ja. Und dieser, ich habe ja schon gesagt, afroamerikanische Kinder. Und das ist ganz interessant, weil damit bringt die zweite Staffel ja auch noch eine ganz andere Thematik mit ein, die in der ersten Staffel jetzt so gar nicht vorhanden war. Nämlich halt durchaus das Thema Rassismus und auch die verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. Ja, ja, ja. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke der zweiten Staffel. Und bevor Pascal jetzt einen Orgasmus bekommt, überreiche ich dir gerne das Wort. Naja, wie ich schon angesprochen hatte, dieses erzählerische Spektrum wird halt erweitert. Und ein ganz entscheidender Punkt ist darin, die Macht von Serienkillern auf gesellschaftliche Zustände. Und wie du schon gesagt hast, der Rassismus, der da in Atlanta als floriert, der wird auch durch die Serienkiller ganz stark oder durch den Serienkiller, man muss ja auch dazu sagen, der Fall wurde nie komplett aufgeklärt, wurde natürlich durch die Serienkiller oder durch den Serienkiller ganz stark geprägt und auch zu Nutzen gemacht. Ne? Also man konnte sich dieses Klima der Angst, diese angstbesetzten Zustände, die durch die Morde damals aufgekommen sind, konnte man natürlich auch wunderbar Politik machen.
Und auch das ist Thema der zweiten Staffel, was mir sehr gut gefallen hat. Denn ja. Es geht ja nicht nur rein um den Killer an und für sich, sondern auch seine Wirkung und seine Macht. Die Macht von Killern auf unseren Alltag, ne? Ja. Ich würde sagen, was sehr charakteristisch an dieser zweiten Staffel ist, dass sie wirklich buchstäblich aus dem Keller wirklich so ans Licht kommt, ja. Praktisch. Also, dass die stehen mit ihren Ermittlungen jetzt immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit und es hat immer mehr Relevanz und sie bekommen halt auch endlich mal Anerkennung für das, was sie tun. Sie bekommen und, eine Plattform einfach, ne? Genau. Ja, aber halt, das hat natürlich auch alles so seine Schattenseiten. Was ich unglaublich toll finde, dass, also ich kann mich da anschließen, so die politischen Gegebenheiten sind auf jeden Fall ein Bestandteil. Was ich aber halt sehr toll finde, dass das Ganze noch mehr halt so im damaligen Zeitgeist verankert ist. Also, dass wir wirklich jetzt dieses, also klar, die erste Staffel war natürlich auch schon 70er-Jahres-Setting, aber ich finde, dass das hier noch besser rüberkommt, dass wirklich so die gesellschaftlichen Gegebenheiten in Atlanta, dass das wirklich rüberkommt. Also auch, was die Schwarzen da für eine Stellung hatten, ist ja zum Beispiel sehr bemerkenswert, dass Holden und Tench dann in Atlanta einen schwarzen Kollegen dann beispielsweise haben. Oder aber, dass Atlanta zu der Zeit einen schwarzen Bürgermeister hat. Was mir daran auch gut gefallen hat, ist zum Beispiel, dass die zweite Staffel auch sehr gut zeigt, dass dieser Rassismus ja auch in beide Richtungen ausgeschlagen ist. Also die Mütter oder Bekannten, Verwandten der toten Kinder sind natürlich der Überzeugung, Ku Klux Klan. Was sonst? Ja. Muss ein Weißer gewesen sein. Und dadurch wird natürlich auch quasi schwarzer Rassismus aufgezeigt. Denn warum muss das ein weißer Mörder gewesen sein? Ne? Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr stark. Das ist halt auch wieder dieses naja, sie wollen halt irgendwie simpler Antworten auf simple Fragen haben. Ne? Ja. Und so eine Dynamik siehst du ja heute teilweise halt auch noch, ohne jetzt hier zu sehr auf aktuelle Gegebenheiten einzugehen hier in Deutschland. Aber das ist durchaus, es ist wahnsinnig authentisch tatsächlich. Und es gibt dann auch diese Stelle, wo dieses schwarze Dienstmädchen dann zu Holden irgendwie sagt, ja, sie brauchten nur irgendeinen Sündenbock und haben sich dazu entschieden, einen Bruder zu nehmen, ne, sozusagen. Es gibt ja auch diese Szene, wo der Bürgermeister ganz klar sagt, wir dürfen es nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen, dass ein Schwarzer verdächtigt wird. Ja. Genau. Sonst das ist ja auch wiederum interessant, weil die Bürokratie haben sie ja in der zweiten Staffel so ein bisschen in die Ecke gestellt, aber dafür haben sie die Politik nach vorne geholt. Ja. Denn dieser Bürgermeister will ja oder ist gerade dabei, den, glaube ich, größten Flughafen Amerikas in Atlanta zu bauen. Ja. Mhm. Und ist natürlich nicht besonders begeistert von irgendwelchen negativen Schlagzeilen, die irgendwelche möglichen Investoren abschrecken könnten. Ja. Genau. Und das ist auch wiederum ein ganz interessanter Aspekt, den Mindhunter, ich würde sagen, nicht prominent behandelt, aber er behandelt ihn. Er webt ihn ein in dieses Netz, was dann, wo man irgendwie gefangen drin ist. Also auch die Agenten. Ja. Und man merkt auch, welcher Kraftakt das für die ist. Ja. Und da könnte man jetzt vielleicht einen Bogen spannen zu Bill Tench. Mhm. In der ersten Staffel war es ja so, dass wir haben vom Bill Tench Privatleben haben wir ein bisschen was mitbekommen. Wir wissen, er hat eine Frau und hat ein kleines Haus, hat einen Adoptivsohn, der, glaube ich, Autist ist, wenn ich mich recht erinnere. Gab es da eine genaue Diagnose? Ich glaube nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall was Autistisches. Ja. Ja. Und das war's, was wir von Bill Tench in Staffel 1 erfahren haben. Dafür haben wir ganz viel von Holden erfahren. Mhm. In Staffel 2 verlagert sich das jetzt. Staffel 1 endete ja unter anderem damit, dass ihn seine Freundin verlässt. Und so viel kann man verraten. Holden bleibt in Staffel 2 auch durchgängig Single. Ja, freuen sich alle Damen, die Serie wegen Holden gucken. Ja. Übrigens, der Schauspieler ist schwul. Ja, Jonathan Groff. Ja.
Ja, und dieser Kraftakt, den ich erwähnt habe, der kommt halt vor allem Bill Tench böse zu stehen. Denn während sich halt Holden, da er irgendwie keine privaten Verpflichtungen mehr hat, wirklich vollends in diesen Fall fallen lassen kann. Schönes Wort, fallen lassen, fallen, okay. Wir haben es heute mit den Phrasen, ne? Total, total. Das ist deutlicher Podcast. nee, auf jeden Fall zahlt Bill einen ziemlich großen Preis für das, was er da tut. Also er ist, glaube ich, immer erschöpft, was davon kommt, was er, glaube ich, die Hälfte der Zeit im Flugzeug verbringen muss. Ja, es gibt Probleme zu Hause, auf die wir dann vielleicht im Spoiler-Part separat nochmal speziell eingehen können. Mhm. Und ich glaube, was natürlich auch einen irgendwie niedermacht, ist halt einfach, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter. Ja. Und alle 3 Tage wird ein neues Kind aus dem Fluss gezogen. Ja. Und das bringt der Darsteller Holt McKellany, wie heißt der? Ja. Das bringt der echt gut auf den Punkt. Also der macht das echt super. Weil dieser Bill Tench hat sowas. Also er würde als liebevoller Papa genauso gut funktionieren wie als Drill Sergeant bei der Army. Ja, der hat schon was. Ja, der ist schon Bulle. Also der ist schon sehr bullig. Aber das wird ja jetzt auch so ein Stück weit aufgehoben, dadurch, dass das Privatleben wirklich in den Fokus gerückt wird von ihm. Und das zeigt auch, wie vielschichtig diese Figur ist, ne? Ja, der war in Staffel 1 dann eher noch so ein Fels in der Brandung. Ja, genau. Also der hat eher was Rückhalt was gegeben. Genau. Wobei seine Ehe da auch schon angeknackst war. Aber Staffel 2, das ist eine neue Dimension, nee, was da abgeht. Ja. Aber das ist auch eine Stärke. Was mir halt immer so leid tat bei ihm, ich dachte halt ganz oft so, jetzt öffne dich doch mal und sag ihn doch mal, sag den Kollegen, sag dem Chef doch mal, was da abgeht. Heul doch endlich mal. Genau, heul doch endlich mal. Schrei mal rum, hau mal irgendwas kaputt. Ja, oder er holt sich bei den falschen Leuten aus. Er holt sich ja auch nie richtig aus. Er sagt, er ist ja immer so nüchtern. Er erzählt ja nur, aber er öffnet sich. Einmal richtig ausrasten. Verdammt nochmal. Es gab, glaube ich, wirklich nur 2 Szenen, wo er wirklich aus sich rauskam. Das eine ist, als ihm Holden die Leviten lesen will. Ja. Und das andere ist halt die Befragung von Charles Manson. Ja, richtig. Aber das sind auch sehr, das sind schon Schlüsselszenen dann irgendwo auch für den Bill-Charakter, ne? Ja. Tatsächlich. Beziehungsweise, also als Zuschauer erfährt man da ja im Grunde nichts Neues. Es bricht ja alles aus ihm raus, an dem Punkt zumindest, was man schon kennt als Zuschauer. Aber naja, es bringt seinen Charakter dann irgendwie nochmal sehr auf den Punkt. Also es sind sehr starke Szenen tatsächlich. Ja, aber die Manson-Szene ist generell, da gehen wir später drauf ein. Jetzt haben wir halt gesagt, dass der Holden und der Bill halt gut zu tun haben, also Bill in doppelter Hinsicht. Jetzt würde ich ganz gerne mal zum Punkt kommen, wo ich sage, Staffel 2 war super, aber eine Sache hat mir missfallen, und zwar, dass Dr. Wendy Carr, gespielt von Anna Torv, ich würde sagen, so ab Folge 3 oder 4 fast schon rausgenommen wird. Mhm. Und tatsächlich gar nicht mehr so richtig in den Ermittlungen drin ist. Und irgendwann die Serie sich nur noch darauf konzentriert, bei ihr ihr Privatleben zu behandeln. Wie hat euch das gefallen? Ja, das ist tatsächlich, wenn dann auch mein Problem mit dieser Staffel. Also es ist ja, also es kommt ja durchaus durch das Gunn sie ab einem bestimmten Punkt praktisch auf die Ersatzbank verbannt. Das Problem ist aber, dass das Drehbuch das auch macht. Und zwar nicht nur mit ihrer Funktion, sondern halt auch ihre Figur. Und ihr einen letzten Endes relativ, also nicht jetzt völlig obsoleten und auch nicht total uninteressanten Nebenplot aufdrückt, der aber, also der sagt zwar schon was Neues aus über ihre Figur, bringt sie aber letzten Endes nicht weiter. Also ihre Figur macht eigentlich keinerlei Entwicklung durch, würde ich sagen. Ja, also es wirkt schon so, als wenn die Autoren jetzt nicht mehr so genau gewusst hätten, wie sie die Figur da noch einbringen sollen. Ja. Und sie dann leider sehr ungelenk fallen lassen. Ja, ihr halt so ein keine Ahnung, ich musste so ein bisschen an, das mag jetzt vielleicht banal klingen, aber ich musste an Star Wars Episode 8 denken, wo man ja auch die Nebenfiguren mit diesem Casino-Plot beschäftigt.
Aber der trug ja wenigstens noch irgendwas zur Handlung bei. Hier ist die Handlung von Anna Torf ist ja nahezu komplett losgelöst. Also du könntest die so rauscutten und du würdest es nicht merken. Also es ist jetzt nicht, wer weiß, wie das mich da stört. Aber ich würde schon als Schwäche auch so rein dramaturgisch bezeichnen. Also sie macht ja schon eine Entwicklung durch, aber das machen die anderen Figuren auch. Und diese Entwicklungen der anderen Figuren sind immer gekoppelt mit dieser Serienkillerjagd oder mit dem Profiling an sich. Ja. Und das fehlt halt bei Wendy Carr in Staffel 2 komplett. Also wie gesagt, ich glaube, ab Folge 4 oder 5 ist die raus. Ja. Es gab dann auch so einen Moment, wo sie dann mit diesem anderen Typen, diesem Greg Smith, der ja auch mit ihnen mitarbeitet, so ein Interview führt mit so einem Serienkiller, was dann auch nicht so wie gewünscht läuft. Und da hatte ich noch die Vermutung, okay, das läuft jetzt so ein bisschen parallel. Das heißt, die interviewt jetzt weiter ein paar Serienkiller, während halt Holden und Bill in Atlanta ermitteln. Aber leider haben sie das so nicht durchgeführt. Nee. Und ich muss gestehen, so toll ich die zweite Staffel fand, aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich irgendwann wirklich so mit den Augen gerollt habe und laut aufgestöhnt habe, wenn es dann klar war, okay, jetzt kommt wieder 10 Minuten lang Wendy und ihre lesbische Freundin haben Beziehungsprobleme. Die steht schon sehr isoliert, stimmt schon. Würdest du sagen, dass die Figur sich wirklich entwickelt hat? Weil ich würde sagen, sie streben zwar durchaus eine Entwicklung an, beziehungsweise versuchen halt diesen, eigentlich doch sehr statischen Charakter mit Leben zu füllen. Aber am Ende ist sie eigentlich wieder genau da, wo sie angefangen hat. Ja, das stimmt, aber sie versucht sich halt selbst zu entwickeln. Sie möchte sich ja ein bisschen öffnen, weil sie ja diese Beziehung hat mit dieser Kellnerin, die ja das komplette Gegenteil von ihr eigentlich ist. Die ist ja sehr, sehr, sehr extrovertiert und Wendy ist introvertiert und sie versucht ja auch wirklich, sich ihr anzunähern und muss ja dann am Ende dann doch irgendwie feststellen, es klappt nicht. Oder es klappt nicht so, damit es letztlich funktioniert. Deswegen finde ich, ist das schon eine Entwicklung. Und zu einer Entwicklung gehört aber eben auch Rückschläge. Und das Ganze endet halt mit einem Rückschlag. Nur war es mir halt letztlich echt vollkommen egal, weil ich dachte mir, hey Leute, es geht ja gerade um 28-fachen Mord in Atlanta. Das finde ich gerade wesentlich spannender als die Beziehungsprobleme von Wendy Carr. Und ich fand die Figur immer ein bisschen schwierig, weil sie mir immer so ein bisschen zu isoliert, zu introvertiert war. Mhm. Aber im Zusammenspiel mit Holden und Bill war das echt ein gutes Trio, weil die sich halt viele gegeben haben und sich auch viel ausgeglichen haben, weil Holden halt sehr, wie soll ich sagen, der marschiert halt gerne mal geradeaus, ohne wirklich drüber nachzudenken, Und bevor jetzt Dr. Wendy Carr marschiert, denkt die aber erstmal nochmal 3 Tage drüber nach. Und das hat eine sehr gute Dynamik ergeben. Und das fand ich sehr schade, dass diese Dynamik halt bedauerlicherweise fallen gelassen wird. Und ich hoffe sehr, dass sie in der dritten Staffel, dass die da wieder ein bisschen zum Team hinzustoßen wird. Jetzt könnte man natürlich noch irgendwie mutmaßen, ob, ich weiß nicht, ich hatte gelesen, böse Zungen behaupten, dass dieser Plot mit ihr halt völlig sinnlos ist und dass der halt nur da drin ist, damit halt Netflix irgendwie auf Diversity machen kann. Also von wegen lesbische Beziehung. Da kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Ich würde es tatsächlich schon wirklich als Schwäche des Ganzen verbuchen. Für mich finde ich jetzt aber auch nicht, wer weiß, wie dramatisch. Es ist vielleicht ein bisschen schade. Ich hoffe, dass ihre Figur noch weiter dabei bleiben wird, weil diese Dynamik zwischen ihr, Bill und Holden war schon wirklich was auch die erste Staffel ausgezeichnet hat. Ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob die Macher da irgendwie einen Masterplan haben. David Fincher hat ja gesagt, er möchte gerne 5 Staffeln machen. Kann ja durchaus sein, dass da schon irgendwie ein Konzept steht. Mhm. Und es kann ja durchaus sein, dass die Ereignisse rund um Wendy Carr in Staffel 2 in Staffel 3 nochmal eine größere Bedeutung haben. Das können wir jetzt nicht wissen. Aber zum jetzigen Standpunkt muss ich halt einfach sagen, war das der größte Kritikpunkt der zweiten Staffel. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, es ist jetzt kein Kritikpunkt, wo ich jetzt wirklich sage, Gott, das hat mir die Staffel vermisst. Also so schlimm war es jetzt nicht. Schrott, nein. Dafür ist einfach zu viel Fantastisches in dieser Staffel drin. Also wobei man jetzt sagen muss, also wie wir das jetzt rübergebracht haben, könnte natürlich jetzt auch schon leicht der Eindruck entstehen, dass die überladen ist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nur manchmal vielleicht ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, was jetzt so, sage ich mal, diese Interviewroutine ist und was dann jetzt wirklich mit dem eigentlichen Fall zu tun hat. Aber manchmal fließt das halt auch sehr ineinander. Ja, gibt es eine Wechselwirkung zwischen beiden, ne? Das ergänzt sich gegenseitig. Genau. Ja, hätte man vielleicht, was Pascal gerade meinte, dass man halt
diesen, oder du warst so, dass ich weiß jetzt nicht, diesen, also das, dass man das vielleicht parallel erzählt hätte, dass die halt zum einen die Atlanta Murders gehabt hätten und zum anderen halt Wendy Carr, die irgendwie mit diesem Greg durch die Gegend schlawinert, aber auf der anderen Seite wäre es dadurch dann vielleicht ein bisschen viel geworden. Na? Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja. Gut. Ja. Aber gut. Ihr Lieben, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal groß die Spoilerglocke betätigen? Ding, ding, und ding, mal wirklich. Ding, ding, ding. Ja. Ding, dong, ding, ding, dong. Jo. Das ist was anderes, nein. Ja. Das war ein Teaser, ja. Ja, ja. Okay, also ab jetzt wird jetzt gespoilert. Wir haben schon milde Spoiler gehabt, aber jetzt wird wirklich alles rausgepackt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wir sind fix. Ja, wir kriegen es alles. Das alles. Ach, ja. Ich würde mal sagen, wir haben ja schon über Bill Tench geredet und sein Privatleben. Und es kommt ja in seinem Privatleben, gibt es eine Tragödie mit seinem Sohn. Pascal, klär uns auf. Was war das? Seine Frau, also Bills Frau, ist, glaube ich, Immobilienmaklerin. Mhm. Und das Haus ist nicht sonderlich gut versperrt. Also abgeschlossen. Und der Sohn von Bill, also das Adoptivkind, hilft drei anderen Kindern dabei, ist es ein Baby? Das ist ein Kleinkind, ja, glaube ich. Einen Platz zu finden, wo drei Jugendliche ein Kleinkind umbringen können. Und der Junge von Bill hilft insofern mit, dass er ihnen halt ein sicheres Plätzchen zeigt, wo sie den Mord begehen können. Und hat sich wohl auch das ganze Spektakel angeschaut. Ja, und hat dann in einem Anflug von wie beschreibt man das? Er hat halt dann in dem Glauben, es wieder gut machen zu können, hat er dieses Kind auf ein Kreuz gelegt, halt in dem Glauben, dass es auferstehen könnte wie Christus. Ja. Ist euch da auch diese eine Szene aus Staffel 1 in Erinnerung gekommen, als der Kleine in dem Büro von seinem Vater diese Fotos gefunden hat? Nee. Durchaus, ja. So im, doch im Ansatz. Ja, natürlich, schon. Natürlich. Ja, 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 klar. Ja, ja, schon. Doch, jetzt wo du es sagst, ja. Ich fand das nur sehr schön, dass sie jetzt darauf keinen Bezug mehr genommen haben. Man hätte ja auch ganz einfach sagen können, ja, er hat es getan, weil er diese schrecklichen Fotos gesehen hat. Ja. Bill Junior ist ein Mordgehilfe. Ein Mordgehilfe, ja. Ja, ja. Und ich muss gestehen, ich fand das. Am Anfang dachte ich so, also Leute, jetzt übertreibt aber ein bisschen. Also, komm her. Ja. Ne? Also, Ermittler gegen Psychokiller hat einen Psychokiller im Haus, ist ja schon ein bisschen komisch. Also, aber sie haben dann echt gut die Kurve bekommen. Und ich muss auch gestehen, dass mir Bills Frau auch unglaublich leid tat. Ja. Weil sie ja in so einem Käfig gefangen war der Machtlosigkeit, denn sie konnte ja nichts tun. Ihr Mann war eigentlich nur unterwegs. Ja, die Behörden wollen ihr quasi das Kind wegnehmen oder bewachen sie. Die Eltern der Gemeinde sind natürlich nicht so gut auf sie zu sprechen, ne, ist klar. Und das Kind degeneriert vollkommen, also entwickelt sich wieder zurück. Keine Möglichkeit mehr, irgendwie durchzudringen, macht wieder in die Hose, spielt wieder mit Spielzeug, was es vor, was weiß ich, wie vielen Jahren in Kartons verpackt hat, nuckelt am Daumen. Ja, so richtig Regression schon, ne? Der Begriff fällt ja auch, glaube ich, einmal. Ja, absolut regressiv. Und ist regelrecht schon, also der spricht auch kein Wort mehr, ne? Der ist ja regelrecht katatonisch. Bis auf eine einzige Szene, die ich echt creepy fand. Ja. Wo er dann mit dem Fisch, ne? Ja, genau. Ja. Das ist die einzige Frage, die er stellt, während da irgendwie sein Eis lutscht da. Also das war schon holla. Was ich halt eine starke Szene fand, war, als Wendy, so heißt es, glaube ich, die Frau, ne? Wendy. Nee, Quatsch, Wendy war die andere. Ach, ich und Namen. Ja. Lockenkopf. Lockenkopf, genau. Lockenkopf Tench, ja. Also Bills Ehefrau. Ihm hat erzählt, dass sie ihn gebadet hat und dann dabei diesen Gedanken aufkam, Gott sei Dank ist es nicht mein Kind. Ja, ich habe ihn nicht aus meinem Körper gepresst. Ja. Oh, stimmt. Das war schon hart. Ja.
Also du spürst halt wirklich durch die ganze Staffel konsequent diese wachsende Machtlosigkeit, ne? Ja. Also, dass sie überhaupt nicht mehr an den Jungen herankommen. Und du spürst halt auch, wie wenig, also Bill leidet, aber wie wenig er da eigentlich involviert ist in diesem Schmerz, ne? Weil die letzte Szene ist ja auch, er kommt nach Hause, die Bude ist ausgeräumt. Ja. Und es waren keine Einbrecher. Und es waren keine, vermutlich. Vermutlich. Ha, 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 ha. Mal gucken, vielleicht hat der kleine Satansbraten noch ein paar andere kriminelle Freunde, ja, wer weiß. Ja, was macht du? Obwohl, habt ihr euch nicht auch die Frage gestellt, weil irgendwann ist ja so, Nancy heißt die Frau, genau. Nancy, ja. Ja, es ist ja ähnlich, Wendy, Nancy, egal. Und irgendwann reift ja in der so die Überlegung, ja, wollen wir nicht umziehen, ne? Von wegen neue Umgebung und so weiter, damit man jetzt damit irgendwie was abschießen kann. Was logisch ist. Ja, durchaus, aber hätte da nicht dann irgendwie ein Psychiater vielleicht da auch Mitspracherecht? Bei sowas? Wie, ob die umziehen wollen? Nö. Oder Sozialarbeiter, also da ist ja auch diese... Naja, es ist ja schon jemand da, ja. Ne? Nö, wenn die umziehen wollen, ich glaube da... also da muss dann schon... Ich weiß gar nicht, inwiefern, was da passieren muss, dass die da irgendwie eingreifen könnte oder auch im Zweifelsfall das Kind wegnehmen. Ich meine, es könnte ja sein, dass da irgendwie noch jemand sein Okay geben müsste, aber das ist, glaube ich, der Frau in dem Moment scheißegal. Ja, ich denke, ich glaube, die ist abgehauen einfach. Ne? Ja, das ist so diese Flucht nach vorne auch, ne? Ja, ich muss ja gestehen, bei der letzten Szene, wo man halt eben sieht, wie er nach Hause kommt, ins Schlafzimmer geht und bis auf seine Klamotten ist alles weg und ansonsten fehlt auch alles. Ja. Und er sich auf die Matratze setzt, sagt mir, Gott verdammt, was für eine hässliche Matratze. Das sind halt die 80er. Das sind wie stillos. Aber ich fand das Ende für Bill Tench in doppelter Hinsicht halt schmerzhaft, weil sie haben halt den Mörder bekommen, den sie aber halt nicht wirklich für alle Morde haftbar machen können. Nur für zwei, ne? Nur für zwei. Und dann kommt er nach Hause und dann ist die nächste Niederlage schon da. Ja, es ist echt, dem Charakter wird schon nicht so toll mitgespielt in dieser Staffel. Was ich allerdings halt dramaturgisch unglaublich genial fand, also was für mich schon eine Stärke an der ersten Staffel war, dass die Begebenheiten von diesen Serienkillern, dass die manchmal so übertragbar wurden, beispielsweise auf das Privatleben von Holden mit seiner Freundin Debbie. Beispielsweise mit diesem Typen mit seinem krassen Schuhfetisch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da für eine Szene war, aber es war halt immer so, dass der aktuelle Fall sozusagen auch immer ein bisschen so das Private widerspiegelt. Und das haben sie hier in der fünften Episode, in der dann auch Charles Manson auftritt, wirklich auf die Spitze getrieben, weil wir haben hier wirklich praktisch drei Aspekte dieser Folge, die in ein und derselben Hinsicht parallelisiert werden. Und das fand ich absolut grandios geschrieben. Also um das mal kurz zu umreißen, es gibt ja zum einen halt diesen Fall mit Bills Sohn Brian, also von wegen, er wurde manipuliert oder er hat andere manipuliert, was auch immer. Dann gibt es ein Interview, was sie mit jemandem führen, der, glaube ich, von jemandem, der ihn sexuell missbraucht hat, irgendwie, also er wurde ihm auch, glaube ich, irgendwie hörig. Und gekrönt wird das Ganze dann natürlich mit Charles Manson, der halt Leute so manipulieren konnte, dass sie ein Blutbad anrichten bei Sharon Tate. König der Manipulation. Ne? Das, und das ausgerechnet in dieser Folge da auch noch Charles Manson auftauchte, also das war genial geschrieben. Das ist auch in meinen Augen ist das die bislang stärkste Folge. Und Charles Manson ist ja dann auch dafür da, um Bill, der Psycho analysiert ja Bill quasi, ne? Und hält ihn ja genau den Spiegel vor, was gerade in seinem Leben los ist, ohne das zu wissen. Also deswegen bricht Bill da ja auch ab. Also man sieht ja, wie er innerlich kurz davor ist, zusammenzubrechen, ne? Genau. Hammer, also. Es ist ja irgendwie auch schon für mich bizarr, wie er sich dann mit Charles Manson so, ja, weiß ich nicht, auf einer gewissen Ebene streiten die sich eigentlich sogar über Kindererziehung. So bizarr das klingen mag. Ne? Was ich halt auch in Anführungszeichen schön fand, ist, dass ja Manson, dadurch, dass er weiß, welche Knöpfe er drücken muss bei Bill, dass er damit eigentlich den eigentlichen Sinn dieser Unterhaltung komplett torpediert. Ja, der reißt es praktisch an sich. Es ist ja, wird ja auch so inszeniert, dass er förmlich über ihnen steht. Naja, ne? Er sitzt ja auch auf der Stuhlkante, ne? Also auf dem. Genau. Genau. Und und ganz ehrlich, was er da sagt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, ne? Wie oft sind
der Serienkiller quasi die Sündenböcke, die für irgendwelche Verfehlungen herhalten müssen, die eigentlich letzten Endes auf uns zurückführen. Also wenn Charles Manson sagt, die Angst, die euch nachts um den Schlaf bringt, gilt nicht den Mördern, die gilt euch selbst, die gilt euren Teufeln. Und das, was da draußen passiert, das sind die Teufel, die ihr erschaffen habt. Wir sind die Teufel, die ihr erschaffen habt. Ja. Und ist super. Und da gibt es ja auch diese Szene, also wirklich Holden, total der bewundert ja Charles Manson, merkst du ja auch. Ne? Also wirklich fasziniert. Ja. Und noch schlimmer als bei Kemper. Ne? Und da gibt es ja auch diese Szene, wo Charles Manson ihn fragt, kann ich denn eine Sonnenbrille haben? Und Holden sie ihm gibt und danach sagt er halt, ich habe die Sonnenbrille geklaut, damit er in Einzelhaft geht und da wieder auch zeigt, was für eine Macht er hat. Ne? Ich gehe für dich in Einzelhaft, weil du mich so geil findest, du Arschloch. Ich sitze jetzt in Einzelhaft. Ich bin der King hier, nicht du. Man muss natürlich auch sagen, also Manson ist schon ein Highlight in dieser Staffel und er wird auch ziemlich aufgebaut. Es fühlt sich aber nie irgendwie erzwungen an, finde ich. Also der kommt halt einfach vor, so rein erzählerisch. Und das war's dann auch. Also er hat, wie wir ja schon gesagt haben, eine Szene und die wird halt auch wirklich richtig krass aufgebaut. Also erst diese Nummer von wegen, ja, er will nicht aus seiner Zelle kommen oder was. Ne? Genau, und dann gehen sie erst zu dem anderen Typen. Genau, zu Ed Kemper. Und da wird dann natürlich auch noch mal angedeutet, also da wird noch mal richtig in Erinnerung gerufen, was Holden für eine teilweise schon bizarre Faszination für diese Typen hat, ne? Ja. Und die, also das ist praktisch nochmal so eine Art Warm-up, könnte man sagen. Und es ist auch so grandios, wie sich dann diese Tür da öffnet und dann Bilder sagt, Alter, schau dir das an, wie ein Scheißkönig. Ja. Und aber man muss ja auch dazu sagen, dieser Manson-Auftritt wird ja auch vorbereitet. Also es gibt ja, glaube ich, schon in der zweiten Folge oder so, oder in der ersten sogar schon, dass der Chef sagt, wir können Manson bekommen. Und dann, genau. Ja, okay, wann? Ja, in 3 Wochen. Und dann als Zuschauer bist du dann natürlich schon so. Ich meine, Manson ist ja schon in der ersten Staffel Thema, ne? Ja, ich glaube, Manson wird in jeder Staffel Thema sein. Selbst ja, in der nächsten. Halt, der ist was, halt was Ed Kemper aber doof findet, ne? Weil, weil Ed Kemper findet, Manson ist ja ein Quacksalber. Ja. Und ein Giftzwerg. Kleiner Spoiler, Ed Kemper, für alle Fans der ersten Staffel. Wir sind im Spoilerbereich, Dominik, du musst das nicht sagen. Stimmt. genau, Spoiler, egal. Ed Kemper hat einen kurzen Auftritt in dieser Staffel. Ja, wie wir eben schon gesagt haben. Oh. Einen kleinen, aber feinen. Ja. Wirklich, Manson, grandios, auch dadurch, dass danach ein Interview mit dem Tex kommt, einer seiner Jünger, der Charles Watson, das ist einer der Mörder von Sharon Tate gewesen. Und da wird dann auch nochmal deutlich gemacht, was für eine Macht und was für eine manipulative Wirkung dieser Manson einfach auf seine Anhänger ausstrahlen konnte, weil in dem Gespräch beteuert Manson ja seine Unschuld. Ich muss auch sagen, dass dieses Interview mit dem Tex so ein bisschen war wie Antiserum gegen diese Faszination gegenüber Manson. Ja. Denn nach diesem Interview war ich schon sehr angetan von Manson. Also ich würde mir jetzt kein Poster von ihm ins Zimmer hängen oder ihm jetzt folgen wollen. Einfach unfassbar charismatisch. Genau, einfach unfassbar charismatisch. Und man denkt ja auch die ganze Zeit, eigentlich, wie du schon gesagt hast, eigentlich hat er schon recht. Ja, ist halt leider so. Ja. Und dass er recht hat, zeigt ja auch, wie sehr Bill darauf eingeht oder darauf abgeht. Und dann kommt halt ein paar Minuten später dieser Text, der ja ganz anders ist, der tatsächlich so ein bisschen so sehr gefasst wirkt, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist doch irgendwie gerade so ein Banker eigentlich, der zu unschuldig im Gefängnis sitzt, bis er dann anfängt zu erzählen, was er gemacht hat. Und das war wirklich wie so ein Antiserum, wie so kaltes Wasser in die Fresse, damit man aufwacht. Das war vielleicht auch nötig. Klar war das nötig. Also der Manson hat ja eine super Strahlkraft. Ne? Also wie gesagt, also du hörst das erste Mal, dass ein Interview mit Manson möglich ist und du guckst die Serie und hast im Hinterkopf immer, da kommt jetzt irgendwann Manson. Irgendwann kommt der. Und dann kommt diese Szene halt, du bist im Knast und dann sagt Manson, er will nicht aus der Zelle kommen. Und oh fuck, Mann, ich will den jetzt sehen. wirklich. Und dann kommt der halt da reingestiefelt, dieser kleine Giftzwerg, setzt sich da auf die Stuhllehne und sagt
jedes einzelne Wort, was der über Serienkiller sagt, ist wahr. Und du denkst dir so, scheiße, ey, fuck. Es ist auch, was mir so aufgefallen ist, also der hat ja, also im Gegensatz zu dem Tarantino-Film sieht er hier wirklich eher klassisch Charles Manson aus, ne? Also mit ziemlich. Naja, in dem Tarantino-Film sah er halt auch so aus, wie er 69 aussah, ne? Also. Ja, ja, klar, genau. Ja, also. Aber so wie also wir ihn kennen. Genau, also ich würde sagen, schon eher das Klischee in Anführungsstrichen, aber ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Aber was ich so beängstigend fand, dass der halt durch diesen dichten Bart, konntest du zumindest am Anfang, konntest du gar nicht sehen, wie seine Lippen sich bewegen. Du hattest förmlich den Eindruck, dass diese Stimme von dem, also der ist ja eigentlich ein kleiner Giftzwerg und trotzdem hattest du den Eindruck, dass diese Stimme förmlich aus den Wänden kommt. Aber ich musste ja wirklich lachen. Ja. Da gab es doch diese Szene, also wo er sagt doch, ja, die Leute haben mir vorgeworfen, ich würde die Uhren angucken, die bleiben stehen. Und dann gibt es diese Szene, wo Bill und Holt nach Hause fahren und Bill guckt auf die Uhr und, oh, scheiße, kannst du mir mal sagen, wie viel Uhr es ist? Und dann Holden, ja, wieso ist deine Uhr stehen geblieben? Und dann Schnitt. Stimmt, ja. Oh, großartig. Scheiße, die Uhr ist echt stehen geblieben. Großartig geschrieben an der Stelle. Ja. Kommen wir vielleicht mal, lass mal vielleicht den kleinen Giftzwerg mal hinter uns. Ja, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, Himmel oder Hölle, wo du auch bist. Ja. Und kommen mal zum Atlanta-Fall. Mhm. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, Charles Manson war sehr faszinierend und auch Ed Kemper ist faszinierend. Mhm. Und sie reden ja auch mit diesem David Berkowitz, Son of Sam. Das sind alles sehr grandiose Szene. Da müssten wir eigentlich auch mal drüber sprechen, aber ich glaube dann. Ja, wollen wir das schnell machen? Ja, dann lass uns mal über den Son of Sam sprechen. Das, weißt du da gerade, wie viele Leute der umgebracht haben soll? Oh, nicht genau. Ich weiß nur, dass es in Anführungszeichen nicht so viele waren. Ja. Also an den Atlanta Child Murder kommt er nicht ran mit 28. Ich glaube 4 oder 5. Ja, auf jeden Fall ein Serienkiller. Ja, und genau, einer, der so ein Bezug zum Mythologischen hergestellt genau, hat. Genau, genau, der irgendwie vom Nachbarshund satanische Botschaften angeblich bekommen hat. Ja. Also wir Experten nennen sowas Spinner. Und das ist sehr interessant, weil dieses Gespräch halt damit beginnt, dass der Son of Sam ja wirklich überzeugt davon ist, von diesen, beziehungsweise es wirkt jedenfalls so, dass er überzeugt ist von diesen Botschaften, die der Nachbarshund ihm ins Ohr gebellt hat. Und, gib mir Frohlich. Und nach, Harvey hieß der Hund. Und nach und nach du dann halt auch siehst, wie präzise Holden arbeitet, ne? Weil er nimmt sich dann so einzelne Details, die der Son of Sam da sagt und fragt dann genau, Moment mal, haben Sie zu der und der Zeit der Exorzist damals gesehen? Und das. Naja, Sie haben sich das eingebildet. Nee, habe ich nicht. Doch, Sie haben sich das eingebildet. Deswegen. Und dann, ja, stimmt. ist schon sowohl richtig. Sowohl da als auch bei, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der denn nochmal, irgendeiner von denen, die interviewt wurden, ich glaube, das war dieser eine halt in der 5. Folge, der halt auch irgendwie von jemandem förmlich abgerichtet wurde, psychisch. Der sagte dann auch an einer Stelle, glaube ich, eine Zeit lang, habe ich sogar selber geglaubt. Ne? Ja. Das kam da auch nochmal richtig durch. Und welche Szene ich auch sehr gut fand, ist die Befragung von dem Junior Pierce, hieß der, glaube ich. Den machen sie mit Schokokeksen gefügig. Ja, stimmt. Auch grandios, also wirklich. Über den weiß ich jetzt gerade gar nichts, was da eigentlich Sache war. Aber die Szene ist auch so grandios. Also da hast du ja wirklich so einen Typen, der denkt, er wäre allwissend, ein Intellektueller, aber jedes Fachwort, was der benutzt, ist halt falsch. Und am Ende wird er halt durch so Schokokekse gefügig gemacht. Also super. Ja, aber also die Szene war auch wirklich seltsam, weil teilweise hatte ich wirklich Probleme, dem Gesprächsverlauf zu folgen. Aber das ist ja Absicht bei dieser Szene. Und wie ernüchtert die dann halt auch da wegfahren, obwohl der neue Kollege, den müssen wir auch kurz erwähnen hier, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit Barney. Barney, genau, also der Kollege aus Atlanta, der Schwarze. Mhm. Jim Barney. Jim Barney, der hat ihn zwar lustig mit Keksen gefüttert, aber letzten Endes haben sie nicht so wahnsinnig viel erreicht. Und das ist ja auch das Schöne, dass gezeigt wird, dass diese Interviews ja halt auch wirklich ins Nichts verlaufen können, weil du da, es gibt halt nichts zu holen. Also aus manchen Menschen gibt es halt nichts zu holen.
Weil ich glaube, bei dem Junior ist ja immer der Fall, ist, dass er einfach intellektuell einfach nicht fähig ist, sich wirklich richtig auszudrücken. Ja, genau, aber er denkt halt, er hätte die rhetorische Begabung. Also diese Szene, die ist ja wirklich grandios, das ist ja jedes Wort falsch. Die ist halt auch irgendwie bizarr, weil man fragt sich jetzt so, bin ich jetzt zu dumm, dem zu folgen, oder bin ich zu schlau, dem zu folgen? Ja, und aber dann siehst du ja die Blicke, die sich Jim und Holden da immer zuwerfen und so. Ja. Und Holden, genau, wie er sich immer zurückhalten muss, ihn nicht zu korrigieren. Scheiße. Ja gut, rede weiter. Ja, super. Also auch eine, ich weiß gar nicht, war die Szene auch von Fincher inszeniert? Ich glaube schon. Das ist, ne? Ist glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel, das ist von Fincher. Ja, die Folge. Ja. Das ist Fincher. Die Staffel ist noch Zukunftsmusik. Ja. Leider. Wäre das schön, wenn die heute schon da wäre. Wobei man dann natürlich jetzt hier auch sagen muss, das hattet ihr auch schon angemerkt, weil wir haben ja durchaus noch einen prominenten Regisseur diesmal am Start, der auch dann Charles Manson unter anderem halt in Szene setzen durfte, nämlich Andrew Dominik. Wer ist denn das? Das ist der Regisseur von Jesse James unter anderem, also hier die Ermordung des Jesse James durch den fucking Robert Ford. Und, okay. Killing Them Softly, wusstest du ja. Ja. Ja, weil ihr hattet ja gemeint, dass sowas wie eine Handschrift eigentlich nicht existiert, eher in der Serie, ne? Oder wenn jede Folge ja auf Dialoge, total dialogisch entfaltet wird. Also, wenn er jetzt am Anfang gestanden hätte, dass das David Fincher gemacht hätte, hätte ich das auch geglaubt. Da hätte ich nicht gesagt, nee. Also, so wie dieser Gesprächsverlauf, also die Gesprächsstruktur, so kann das nur Andrew Dominik. Hätte ich, ne? Also, es hat eben auch entscheidend, sehr wichtig bei einer Serie, dass es eine stilistische Kohärenz gibt. Ja. Deswegen wäre es, glaube ich, egal gewesen, ob das jetzt David Fincher, Carl Franklin oder Andrew Dominik gemacht hätte. Oder Uwe Boll. Uwe Boll war mein Tanta. Wow, das wäre. Ja. Da hätte Charles Manson zurückgeschlagen, verdammt nochmal. Ja, das ist einer, der die Wahrheit sagt. Ja. Geben Sie Boll die Regie, macht der Postal 3 raus mit Charles Manson. Ja. Was ich eine ganz schöne Szene fand, das war, glaube ich, die allererste Szene der vierten Folge, also die erste Folge von Andrew Dominik ist. Da sieht man einen Schwarzen die Straßen in Atlanta abfahren und Kinder versuchen einzusammeln, also ins Auto zu locken, was ihm dann auch gelingt. Ja. Dann setzt der Vorspann an und denkt so, oha. Und dann kommt aber diese Auflösung, dass es eigentlich Polizei war, die damit halt versuchen wollen, den Kindern zu sagen, Leute, steigt nicht in fremde Autos, ja, von Fremden oder zu Fremden. Und das fand ich interessant, weil der Holden ja dadurch rauskriegt, es muss ein Schwarzer sein, weil diese Kids, ja, wenn man so sagen will, ja schon diesen, ja, ich benutze jetzt mal ganz skandalös das Wort Ghetto, leben, dass sie halt niemals zu einem Weißen einsteigen würden. Ja, und ja. Es gibt ja dann auch diese Szene, wo der vierte Ermittler, dieser Greg, da auch in diesem Milieu unterwegs ist und sofort auffällt. Ja. Und sofort weggeschrieben wird. Aber Greg ist halt wirklich so, ich weiß nicht. Es ist einfach so, wie schnell er auffällt. Und deswegen sagt Holden ja auch, muss ein Schwarzer gewesen sein, weil der hier in Anführungsstrichen unsichtbar durch dieses Ghetto, sagen Ghetto, Milieu, Viertel gehen konnte. Ja. Und schön. Ja, und da spielt dann natürlich auch vom Profiling so die Erkenntnis rein, dass solche Täter halt selten Rassengrenzen überschreiten oder dass Rasse oder halt Ethnie gar keine Rolle spielt in dem Fall. Richtig, ja. Und irgendwann, ich glaube, in Folge 7 tritt dann das erste Mal der Wayne Williams auf. Wayne Williams, ein 23-jähriger Afroamerikaner, der nachts gestoppt wird, weil er angeblich zu einer Frau fahren wollte. Und dann nach und nach verdächtigt wird, der Mörder zu sein. Und er hat gemordet, aber er hat nur zwei Morde bestätigt. Also ihn konnten halt nur zwei Morde nachgewiesen genau, werden. Also man konnte ihn, also er wurde halt nur zu zwei Morden verurteilt. Bis heute ist unklar, ob er die überhaupt begangen hat und die restlichen 26 sind halt immer noch offen, also ungeklärt bis heute. Ja, das wird sogar eingeblendet. Genau. Bis ins Jahr 2019 und das Schlimme ist halt, dass diese beiden Morde, das waren ja nicht mal Kinder. Es waren auch teilweise Erwachsene, genau. Also ich glaube, irgendwie der Jüngste war 7 oder 9 und der Älteste, glaube ich,
Ich glaube, in der 20. Also dieser, ich glaube, der, dieser 28 letzte Mord, war der älteste. Ja, dieser Nathaniel Carter, da haben sie ja gesagt, den hat er ermordet, weil dieser Carter halt betrunken war und einfach ein einfaches Opfer. Genau. Mhm. Ja. Und ich muss gestehen, auch wenn die Serie einen so mit diesem Gefühl verlässt, okay, der wahre Täter ist nicht da, also wurde nicht gefunden, oder man kann leider nicht hier Justice for All, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass das war. Hm. Ich weiß es nicht, ich kann mir da, es ist schwierig zu sagen, also klar, als dann herauskam, dass er diese Werbezettel verteilt hat, wo er irgendwie von 11 bis 21 oder was das war, Talente gesucht hat und dann sich ein Studio mietet, wo er ungestört mit ihm sprechen konnte. Mhm. Ah, es war schon irgendwie komisch, auch dass er gesagt hat, er war nachts unterwegs, um die Frau anzutreffen, und dann gibt er den Polizisten den Namen und die Nummer und die rufen da an und die Frau gibt es nicht. Also es war schon alles irgendwie so ein bisschen seltsam. Aber ja. Ja, zugleich aber hat der auch immer wieder versucht, so das Image des zu Unrecht Verfolgten sich irgendwie zu überzustreifen. Ne? Das hat mich sogar. Hat euch der nicht irgendwie auch so ein bisschen an diesen Hauptverdächtigen in Finchers Zodiac erinnert? Diesen Lee? Nee, mich hat er tatsächlich an Norbit erinnert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was? An Norbit? Ja. Eddie Murphy? Ja, die Frisur. Yo, tut mir Baby, leid. Yo, Baby, yo. Ich muss auch gestehen, dass ich irgendwie dachte, also als er dann endlich so, also da war der Täter, weil man sieht ihn ja, wie gesagt, nicht. Und dann dachte ich auch so, was? Das ist er? Weil man halt vorher hier Manson und Junior und Camper und Son of Sam, das waren schon alles Durchschnittsgesichter, aber die hat trotzdem immer so was sehr Abgründiges. Und der wirkte halt wirklich wie, ja, Norbit. muss ich leider so sagen. Das sind die Schlimmsten. Ja, das sind die Allerschlimmsten. Ja. Hat doch. Aber das ist ja das Punkt, Schöne, dass das jetzt so ein bisschen im Ungewissen bleibt, weil man als Zuschauer halt jetzt auch nochmal so sich selbst fragen muss, wie geht man mit Vorverurteilungen und mit Klischees um und wie sehr lässt man sich beeindrucken oder auch manipulieren durch das, was man angeblich herausgefunden haben könnte. Interessanter Fall auf jeden Fall. Deutliche Worte, ja. Pascal, du bist heute der Phrasenkönig. Ich bin heute in Topform. Ja. Der Phrase Hunter. Ja. Phrase Hunter, ja. Habt ihr noch was ihr jetzt loswerden wollt zur zweiten Staffel? Ja, höchstens noch zum BTK-Killer. Ja, aber genau auf den wollte ich jetzt nämlich hinaus. Ja. Ein alter Bekannter aus Staffel 1, ne? Ja. Ja, genau. Der, wenn man so will, der kleine rote Faden, der sich fast schon unsichtbar durch die beiden Staffeln zieht. Nämlich der BTK-Killer, das steht für Bind, Torture, Kill, also fesseln, foltern, töten. Ja. Mhm. Oder wie es Pascal nennt, ein schönes Wochenende. Mhm. Ja. 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 Und da ist ja bekannt, dass er, glaube ich, 2005 gefasst wurde. Das heißt, auch in Staffel 2 wird er also nicht gefasst. Er wird auch gar nicht nach ihm gejagt. Also doch, es wird ermittelt so ein bisschen. Es gibt eine sehr schöne Szene in einem Auto mit einem Zeugen, der sich dann auf die Rückbank setzt. Mhm. Was sagt ihr zum BTK-Killer, Dominik? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gut, was sagst du zum BTK-Killer, Pascal? Ich freue mich, dass der. Also es ist ja schon eine interessante Geschichte, vor allem allein deshalb, weil er ja. Moment. Was ist jetzt los hier? Rede ich jetzt oder redest du? Alles, mein Lieber. Nee, alles. Nee, ich dachte jetzt, Stu meint den Dialog mit dem BTK-Killer. Du hast einen Dialog mit dem BTK-Killer geführt? Wissen wir mehr, Dominik? Egal, mach mal weiter. Alles gut. Was ich ja interessant finde an dem BTK-Killer ist einfach der Zeitraum, über den der quasi aktiv war. Weil da liegen ja, ich weiß gar nicht, da liegen ja irgendwie 15 Jahre zwischen, also in denen er wirklich gemordet hat. Und dann hat es ja auch irgendwie ein bisschen die 2000er gedauert, bis er gefasst war. Und man merkt ja schon, dass da so ein bisschen was angedeutet wird. Ich muss gerade daran denken, wie Dominik gerade gesagt hat, das weiß ich gar nicht mehr.
Also es ist schon schön, wie das halt aufgebaut wird. Und du weißt, okay, das wird in der dritten Staffel dann auch wieder eine Rolle spielen. Das wird in der vierten Staffel eine Rolle spielen. Und in der fünften Staffel geht es dann wahrscheinlich darum, wie sie den BTK-Killer fangen. Ja, aber nicht mehr dieselben Ermittler wahrscheinlich, denke ich mal. Also ganz ehrlich, ich glaube sogar, also ich hätte nämlich für die dritte Staffel hätte ich nämlich einen Wunsch, tatsächlich. Mhm. Greg Kinnear? Nein, nicht Greg. Doch, Greg Kinnear gerne. Und Jerry O'Connor? Sag es. Nein. Irgendwo gibt es auch Grenzen, Pascal. Nein, nämlich die zweite Staffel endet hier 81. Ja. Und 1983 wurde Henry Lee Lucas überführt. Und das wäre halt ein total interessanter Fall. Mhm. Henry Lee Lucas, ja. Mhm. Ja. Also, man kennt vielleicht den Film Henry Portrait of a Serial Killer. Ja. Mit Michael Rooker, ist vielleicht ein Begriff. Und dieser Henry Lee Lucas ist halt deswegen in Anführungszeichen berühmt gewesen, weil der halt eben nach keinem wirklichen Konzept gemordet hat. Willkür, genau. Ja. Na gut, das ist natürlich, das bietet und, sich schon an. Und die Ermittler sind halt damals mit dem quer durch die USA gereist, zu alten Tatorten und etwaigen Leichenfundorten. Und das, finde ich, ist sehr spannend. Ich glaube, das wäre für Mindhunter eine gute Geschichte. Nur ist halt die Frage, wenn sie halt wirklich 5 Staffeln machen wollen und am Ende der 5. Staffel wird dann der BTK-Killer gefasst, dann glaube ich nicht, dass sie jetzt nur einen 2-Jahre-Vorsprung machen. Ich glaube, die dritte, die wird schon in den 90ern sein. Könnte auch sein, ja. Glaube, David Hasselhoff. Ich glaube, ja. Die in den 90ern da sind. Mal schauen. Also es gibt ja durchaus noch einiges an Futter für die 3 Staffeln, die dann jetzt noch kommen. Ja, da ist wobei, noch einiges los. Wobei, meint ihr wirklich dann, dass sie, also angenommen, der BTK spielt dann wirklich erst in Staffel 5 eine Rolle, dass sie diesen, ich sag's jetzt wirklich, diesen makabren Running Gag mit dem, dass sie das weiter so durchziehen werden? Ich glaube, dieser BTK zeigt halt einfach nur, dass es halt sehr schwierig ist, diese Leute zu fassen oder manche davon. Gerade wenn halt der BTK, Pascal hat ja gesagt, dass der teilweise mehrere Jahre, Jahrzehnte oder so zwischen seinen Taten hatte, dann ist es einfach unglaublich schwierig. Und wenn man von Mindhunter etwas wissen muss, ist, dass es halt eben keine Serie ist, wo halt hier der Fall der Woche und nach 45 Minuten geht der Täter in den Knast und der Ermittler geht nach Hause und trinkt mit seiner Frau ein Bier. So ist es halt nicht. Das ist halt schon eine, ich möchte mal sagen, wahrhaftige Serie, die da sehr, sehr authentisch zu Werke geht. Wobei sie hatten es in Staffel 1 meines Erachtens auch noch mehr auf die Spitze getrieben, weil wenn ich mich recht erinnere, war der, glaube ich, also diejenigen, die das gesehen haben, wissen ja, dass der am Anfang jeder Folge eigentlich immer auftaucht und das wirkt eigentlich total wahllos. Und in der ersten Staffel war es aber so, dass er, glaube ich, in jeder Folge in einem anderen Bundesstaat war. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Und ich nehme an, das entspricht dann auch relativ den Tatsachen. Aber dadurch, dass man so als Zuschauer in die Irre geführt wird, das ist ja ganz, ganz nett, weil dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es für die Ermittler sein muss. Ja, ja, durchaus, klar. Das ist, Der ist ja durchaus auch Thema in der Serie diesmal, ne? Also in der ersten Staffel, weiß ich nicht, war der ja eigentlich wirklich nur so ein irgendwas ist da, so ein Teaser. Und deshalb dachten jetzt halt auch viele, dass der jetzt in Staffel 2 im Mittelpunkt steht oder wahlweise Charles Manson und nichts von, also beides kommt zwar irgendwie vor, ist aber nicht der Kernpunkt. Und irgendwo haben sie uns da ganz schön an der Nase rumgeführt, ne? Was so auch die Promo angeht. Auch, dass es jetzt zum Beispiel dann jetzt doch 9 Folgen sind und auch, ich glaube, 3 Folgen sind, glaube ich, in Überlänge, ne? Die letzte und die 5. Folge haben, glaube ich, knapp 75 Minuten gehen die, ja. Ja, das gleicht sich dann ganz schön wieder aus. Also insgesamt dürfte diese Staffel sogar länger sein als die erste. Also ich weiß nur, ich habe einmal die Staffel pausiert, um aufs Klo zu gehen und dann gibt's dann irgendwann diesen Bildschirmschoner nächstes Mal von Netflix und dann stand halt, dass die beiden Staffeln Gesamtlänge 16 Stunden haben. Ja. Also da ist man schon ordentlich dran. Aber es lohnt sich. Ja. Auf jeden Fall. Können wir nur mit Nachdruck deutlich empfehlen. Ja. Jetzt habe ich Pascal das Wort aus dem Mund genommen. Ja. Ja. Du darfst ja was noch was dazu sagen, Pascal, wenn du willst.
Also ich wollte hier bedrückendes Schweigen ausdrücken. Jetzt zu Staffel 2 nochmal irgendwas sagen oder was war jetzt gerade Thema? Also kannst gerne was zu. Ich habe gerade von Charles Manson geträumt, sorry. Ja, pass du kannst gerne der BTK, der einfach so reinkommt und irgendwas macht. Ja. Sorry. Also du kannst jetzt gerne was zum BTK-Killer noch sagen, wenn dir was einfällt. Ich finde halt den Zeitraum interessant, dass er halt, das ist ja irgendwie schon so ein untypischer Serienkiller, weil er sich ja zwischen den Morden auch teilweise wirklich Jahre Zeit genommen hat und diese Jahre halt damit genutzt hat, auf seine bisherigen Opfer zu masturbieren einfach, ne? Und interessante Figur. Also ich bin sehr gespannt, wie damit weiter umgegangen wird. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, ob Bill und Holden in Staffel 3 überhaupt noch mitspielen. Und mal schauen. Oh, ich denke schon, dass schade, wenn sie nicht mehr Teil wären. Ja. Also es wäre verständlich, gerade Bill, ja. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob sie es wirklich so auslegen, dass in Staffel 5 dann wirklich irgendwie 2000er ist und es dann darum geht, den BTK zu fangen, oder ob es wirklich immer nur so diese kleinen Impressionen davon gibt und ja, es eigentlich dann nicht mehr Thema der Serie ist. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dafür ist es jetzt schon in zwei Staffeln immer wieder eingestreut. Ich sage, es ist ein makabrer Running Gag. Deswegen gehe ich davon aus, dass in Staffel 5, dass es dann darum geht, den BTK einfach zu schnappen. Und ich meine, der BTK-Killer ist ja auch immer so diese Visualisierung, das Böse ist immer irgendwo da draußen. Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass die Staffel ja mit ihm anfängt und mit ihm endet. Ja, quasi nochmal spiegelt. In derselben Situation quasi. Ja. Quasi als erzählerische Klammer, genau. Ja, irgendwann werden wir auf jeden Fall an den Punkt kommen, da wird auf jeden Fall Bill nicht mehr dabei sein. Ich sag mal so, der Holden, der könnte noch 30 Jahre. Mal schauen. Also, ich wäre natürlich schön, wenn die beiden in Staffel 3 noch zusammen sind, aber man muss dann auch immer berücksichtigen, wenn da jetzt ein Sprung kommen würde in die 90er, also über 10 Jahre, dann ist Bill Mitte 50 oder Mitte 60, keine Ahnung, wie alt er ist. Ich denke mal 50 so. Und ob man den dann noch mit 60 darum gurken lässt, mal schauen. Fände ich schade persönlich tatsächlich, weil seine Figur. Natürlich ist die Figur spannend, aber man muss sie auch nicht rausschneiden. Also sie kann immer noch Thema sein, aber es kann ja auch einfach sein, dass jetzt gezeigt wird, diese Verhaltensforschungsabteilung, die wird einfach aufgestockt. Es gibt jetzt neue Ermittler und du hast jetzt zwei neue im Zentrum. Und Holden und Bill sind jetzt einfach was Höheres, die vielleicht nicht mehr, die nur noch Interviews machen, aber diesen in Anführungsstrichen Außendienst halt anderen überlassen. Und ich weiß nicht, so wenn's du sagst hier den, wobei das war in den 80ern der Henry Lee Lucas, dann müsste man gucken, was in den 90ern irgendwie ein berüchtigter Serienkiller war. Da wird's wahrscheinlich unzählige geben. Und ach, davon gibt's genug, ja. Ja, also mein Vorschlag wäre ja so eine Art Crossover, Bill und Holden gehen zu Tote Mädchen Lügen nicht. Mhm. Und wer immer bei Tote Mädchen Lügen nicht der Ermittler ist, geht zu Mindhunter. Okay. Mhm. Ja. Muss ich gleich mal Reed Hastings schreiben. Tu das, ja. Apropos Netflix, geil. Ja. Gut. Ich würde sagen, sind wir soweit durch, oder? Ja. Ich hätte jetzt soweit nichts mehr, Pascal. Sind wir schon fertig? Ja, man kann ja sagen, dass wenn man noch mehr Meinung zu Mindhunter Staffel 2 haben will, dass der Pascal eine umfangreiche Kritik geschrieben hat. Ja. Ach, wirklich? Gerne lesen. Ich habe sie geschrieben, aber ich dachte mir, komm, die Lorbeeren gebe ich dir und habe sie dann unter deinem Namen veröffentlicht. Vielen Dank. So bin ich. So bin ich. Muss ich mir gleich mal durchlesen. Ich habe übrigens auch unter Pascals Namen die Kritik zu Headful of Honey gemacht, aber das sei immer nebenbei erwähnt. Ja, so viel zum Thema Psychopathen. So. Gut, alles klar, schön. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, ab zum Abschiedskonzert.
Kommentiert fleißig, wie ihr die Staffel findet, wie ihr die Serie fand, wie ihr den Podcast fand. Und wir würden uns sehr über ein Like freuen, entweder bei Movie Break oder bei iTunes, Deezer, Podigy und den ganzen anderen Kleinradern schon mal diesen Podcast hören kann. Ich sage tschüss und übergebe erst Dominik das Wort und Pascal darf dann den Abschluss machen. Ja, schließe ich mich an. Schaut euch die Serie an und kommentiert fleißig hier drunter, was auch immer. Lasst uns gerne eure Meinung wissen. Bis zum nächsten Mal. Fröhliches Mindhunten. Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Danke fürs Zuhören. Guckt euch die Serie an und seid euch immer sicher, ob eure Liebsten, eure Kinder und eure Bekannten in Sicherheit sind. Bis zum nächsten Mal. Und anklopfen, bevor man ins Bad geht. Ja. Ding Dong. Ja. Ciao, ciao. Ciao.